immer wieder so, dass ich gerufen werde, wenn Tiere durch Menschen in irgendeiner Form gewalttätig verletzt wurden. Das ist jetzt hier für mich leider keine Ausnahme. Es macht mich sehr traurig, es macht mich wütend und ich hoffe, dass dieser Mensch darüber nachdenkt, was er getan hat und dass er das in Zukunft bleiben lässt und dass er auch irgendwann mal, wenn er es nochmal macht, dabei erwischt wird und eine gerechte Strafe bekommt. Wie es aussieht, sind die Verletzungen scheinbar nicht so schwer. Sieht natürlich brutal aus, keine Frage. Aber es ist die Speiseröhre wohl nicht getroffen worden. Es scheinen keine lebenswichtigen Blutbahnen getroffen worden zu sein. Das Tier geht jetzt sofort zum Tierarzt und wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit überlebt. Operiert, auch erfolgreich, den Fremdkörper aus dem Hals entfernt. Das Tier war schwer verletzt. Die Prognose für das Tier, also die Heilungsaussichten, stehen eigentlich gut.